Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Im letzten Part sind wir aus der Welt von Ariel gegangen und wollten in diese Welt hier gehen. Wir versuchen uns noch einmal dran. Ansonsten gehen wir wieder mal aufbessern. Ich lasse mich einfach von gar nichts mehr treffen. Stehe auch nicht in Gegner und sammle Sachen ein. Nö, wozu auch? Braucht man ja alles nicht. Es sei denn, die Gegner sterben schon so. Auf jeden Fall werde ich nichts dran setzen, schon mal so diese Gegnerreihe dazu. Gott, seid ihr so dünn, euch sehe ich nicht mal. Besiegen zu wollen. Das war knapp. Einfach mal durch die Ringe fliegen, weil wir es können. Aber durch den Laser finde ich es gut. Sehen wir auch, wo der nächstgelegene Gegner ist. Sag ich mal. Mein Gott. Was war das? Da kriegen wir wieder Schild hin, was wir nicht aufgebraucht haben. Einmal Schutzschild. Ich muss schon sagen, der lässt sich echt irgendwie einfacher lenken. Ui. Schaffen wir es diesmal. Mit noch vollen KP. Ach ja, jetzt kommen ja gleich die vielen Gegner auf einmal. Laser! Und diese vielen Sachen, ey. Und diese vielen Sachen. Einfach mal durch. Nein. Einfach mal bewege. Jetzt gehst du nicht direkt auf uns. Willst du verarschen? Ja, will er. Energie, Schutzschild und diese Dinger geben sehr schöne Sachen. Was sind das überhaupt für Dinger? Wow. Jetzt mal ohne Scheiß, was sind das für Dinger? Die geben ja so viel Kack, dass ich noch nicht mal alles aufsammeln kann. Oder mich auf irgendetwas anderes konzentrieren kann. Wie diese komischen Stäbe hier ausweichen. Was ich nämlich die ganze Zeit nicht tue. Who cares? Wir haben es weiter geschafft als sonst. Okay, jetzt sind dieselben Viecher nochmal in Blau oder was? Gott, ich bekomme ja nur noch was. So, haben wir es hiermit geschafft? Ja. Halloween Town. Auf diese Welt freue ich mich jetzt gerade irgendwie. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad nicht gerade dafür sprechen wird. Ich glaube, hier könnte ich dann auch trainieren. Mal gucken, was der Ausgang oder ja, Ausgang dieses Partes dann halt sagt. Selbst wenn ich dann irgendwie immer Speicherpunkt beenden, neu starten, rein. Schöne Geister. Die Map wird hier sicherlich auch größer sein als bei den Tagen. Hoffe ich doch. Halloween Town. Die Stadt des Schreckens. Hä? Hä? Okay, Donald. Du gefällst mir am meisten. Ganz schön gespenstisch hier. Die Leute hier sehen bestimmt auch gespenstisch aus. Keine Angst, wir sehen ja genauso gespenstisch aus. Gespenstisch. Wenn sie uns erschrecken, erschrecken wir sie ebenfalls. Meinst du? Ich glaube, die hier sind das mehr gewohnt. Daher. Oh, direkt mal ein Speicherpunkt. Zum Speichern des Slottes 4. Und nicht 3, so wie im Part 3, genau. Oder zwei, wie auch immer. Hier gibt es am Anfang nichts. Aber ich habe Sportsfreund immer noch je. Okay, ich dachte schon, warum? Da seien ja nichts. Oh. Was ist denn da passiert? Hallöchen. Darf ich erfahren, wie viel Schaden ich an euch mache, um zu wissen, ob es sich hier lohnt zu trainieren? Oder wie viel Erfahrung... Erfahrungspunkte. Okay. Ich bin verwirrt.
Ich bin verwirrt. Ich bin extremst verwirrt. Keine Kämpfe? Okay. Okay, hallo? Ja? And now, allow me to introduce the Master of Terror, the King of Nightmares, Jack Skellington! Bravo, Jack! Bravo! Those ghosts will be a big hit at this year's Halloween! Ach, das sind keine echten Herzlosen. Thank you. Thank you. Herzlose. But their movement still needs work. It's not scary enough. I want to strike bone-chilling terror. I'm going to consult the doctor. Then I'll go attend to the decorations. Wenn jetzt allerdings die richtigen Herzlosen, die genauso aussehen, kommen. Nicht diese Puppen. Dann denken sie, sie sind, das sind die Puppen und, oh. Egal. Hallo. Tolle Kostüme, willkommen in Halloween Town. In unserer Stadt ist Halloween das Größte. Wir suchen mit Jack immer nach neuen Ideen, den Leuten deinen Schrecken einzujagen. Ja gut. Also mit den Gegnern hier könnt ihr mich nicht erschrecken. Okay, hier ist nichts. Laboreingang. Hier geht es ja zum Doktor. Okay. Laboratorium. Dann wollen wir mal sehen, was diese Welt zu bieten hat. I don't understand. Maybe the guidance system was damaged in the explosion. Nonsense. My devices are always perfect. Oh, I've got it! Why, of course. The heartless need a heart. Doctor, do you think we can add a heart to that device? Certainly. A heart's not all that complicated. Let's get to work. To make a heart, first take a container with a lock. We need the key to this thing first! Ich hab den Schlüssel. Okay. Willst du es ihnen wirklich öffnen? Wieso nicht? Wenn sie Erfolg haben, brauchen wir nicht gegen die Herzlosen zu kämpfen. Außerdem möchte ich auch die Herzlosen tanzen sehen. Du etwa nicht? Nicht wirklich. Ja? Okay, warum... Ohne... Hi, that was amazing. And you are... Sora. Well done, Sora. I'd like you to be a part of this year's Halloween. What's this Heartless doing here? Oh, the Heartless came to town just recently. What's frustrating is I can't get them to dance with me. So, the doctor and I are trying to improve the guidance system. He's quite a genius. Okay, Doctor, let's continue. The ingredients for a heart. Pulse. Emotion. Terror. Fear. Hope and despair. Uh-huh. Mix them all together, and we have a heart. Uh-huh. Ich glaube, da verwechseln die was. Oder? Hallo Frankenstein. Maybe we're missing some ingredients. Let's try adding memory. Sally? Sally! Good for nothing girl. Don't know why I bothered creating her. Sally's got the memory we need.
See if you can track her down. No problem. Sora, would you like to come along? Sure. Alles klar, und wieder mal kommt Donald. Moment. Jack war schon drin. Okay. Wehe, du bist im 40er-Level-Bereich. Ach, 35. Okay, das kann ich noch akzeptieren. Skeletthände, Protoskette und so weiter. Nichts Besonderes. Du hast Skeleton. Ein Angriff. Feuertaufe, ein Angriff. MP-Verbrauch minimal. Was? 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 Minimal? Cool. Was bedeutet dieses minimal? Weniger als 1? Eventuell minimale weniger als 1 oder. Keine Ahnung. Tjo. Zweimal Charmeur hat er. Ich glaube, Moment. Rufen MP-Leiste steigt. Er braucht doch kein Rufen. Hm. Naja. Da ich irgendwie die anderen Sachen nicht rausnehmen will, kann ich Charmeur auch nicht rein. Gut. Gibt's hier irgendwas? Einmal reden. Sally hat bestimmt die Erinnerung, die wir brauchen. Aber sie ist nicht hier. Wo könnte sie das Kind nur sein? Gute Frage. Hallo. Okay, hier gibt es anscheinend nichts weiter. Nö. Also gehen wir wieder raus. Labor verlassen. Und mal gucken, ob uns jetzt herzlos auf dem Weg begegnen, die wir kloppen können. Jack! Jack! We have a major crisis! The Heartless are completely out of control! We can't stop them! Hmm, maybe our experiment triggered something. Everything will be fine, Mayor. You have nothing to worry about. Tja, Donald. Wie immer. Wir müssen die Arbeit machen, ne? Ja, wir machen die Arbeit. Ja, jetzt geht's ans Gekloppe. Mal gucken, wie viel Schaden wir euch machen und wie viel wir bekommen. Viel zu viel wahrscheinlich. Ah, nicht wirklich. Die sehen hier alle irgendwie ausgestopft aus. Oh Gott, nicht mehr so ein mickriger... Ich will sofort sterben, oh mein Gott. Ich sehe aber gerade nicht, wie viel Erfahrungspunkte. 10. Okay, so viel Schaden ist das auch nicht. Ich könnte hier leveln. Und das nicht wenig. 10 ist nämlich etwas viel. Etwas gut viel. Gut, geht's hier rein? Nein. Aber hier sind Herzlose. Wow, zum Glück hast du mich gerade nicht getroffen. Ich mag diesen schnellen Hieb. Sonst nichts mehr. Gut. Hier sind auch wieder welche. Die sehen alle wie Stofftiere aus. Okay, hier auch nichts Besonderes. Okay. Von hier sind wir gekommen am Anfang. Dann geht's hier weiter. Nein, den Sonic-Stoß werde ich nicht benutzen. War das Skeleton-Move oder was? Ort des Sarges. Hier gab es noch keinen Speicherpunkt, ne? Den will ich schon noch irgendwie finden, bevor wir den Part beenden. Vielleicht ist sie hier, aber zuerst müssen wir uns um die Herzlosen kümmern. Nee, hier gab es keinen Speicherpunkt. Wie kommt man denn aus der Welt raus? Weil wenn wir nicht aus der Welt rauskommen, nach dem Part hier, dann nehme ich einfach noch ein Part hinter, danach auf. Und ja. Dann habe ich halt schon einen noch in Reserve. Was sind das für Gegner? Die kenne ich gar nicht. Die kenne ich gar nicht. Ich will nicht wissen, was ihr könnt. Ich will nicht wissen, was ihr könnt. Ganz einfach. So, keine mehr. Gut. Zero! Hilft uns diesmal auch die Herzlosen. Zero,
Have you seen Sally anywhere? Is something wrong, Jack? No, everything's going great. We're going to have the best Halloween ever. Yeah. All we need now is your memory. Memory? You mean this? Vergiss mein nicht erhalten. Jack, I have a bad feeling about this. Why don't you try something else? There's still time. Nothing could beat what I've got planned. Once we give the Heartless a heart, they'll dance just as I envisioned it. Trust me, you're going to love it. Sicher. Es muss nicht immer alles glatt laufen. So, hier können wir jetzt nicht weiter. Du verschwindest, okay. Reden. Jack, wieso lassen wir nicht diese Kinder bei dem Fest auftreten? Sie sehen furchterregend aus und obendrein lustig. Sie sind bestimmt besser als die Herzlosen. Ja, bin ich auch für. Ach man, Zero. Okay. Dann müssen wir jetzt zurück. Should we do? Gosh, you really are stupid. Isn't it obvious? Tell Oogie Boogie. Ach, die kleinen Racker, wie immer. Naja, auf der Suche nach Sachen, die sie. What? Ach, Truhe, gut. Auf der Suche, wo sie denn als nächstes Probleme bereiten können. Hier geht's nicht rein. Da oben kann ich mich auch nicht festhalten. Da geht's auch nicht weiter. Gut, aber hier ist eine Truhe. Blitzragummi. Okay. Hier konnte ich das letzte Mal ja nicht hin. Laboreingang. So, dann wollen wir nochmal abgeben. Und vielleicht einen längeren Part machen. Ich nicht wissen. Hier. Ja, das ist es. Jetzt fehlt nur noch eine Zutat. Wir brauchen Überraschung, um das Herz zu vollenden. Der Bürgermeister weiß, wo sie ist. Okay. Was ihr an Wortwörtlichkeit dann reinnimmt. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Oogie Boogie, ne? Von? That bonehead Jack is really making a heart. I'll be jiggered. That works for me. Ooh, when I get my hands on that... Well, I've got no hands, but I'm still gonna nab that heart and control the heartlet. Warum haben die immer Angst vor Oogie Boogie und sagen ihm trotzdem alles? Das ist ohne Scheiß. Das ergibt keinen Sinn. Egal, gut. Der Bürgermeister, müssen wir mit dem Bürgermeister reden, aber ich würde dann sagen, jetzt gucken wir auch mal onscreen erstmal, ob ich überhaupt irgendwie aus der Welt kommen kann. Ich glaube nämlich nicht. Es sei denn, es gibt jetzt eine Sequenz, was es nicht gibt. Es gibt nur ein paar Herzlose. Okay, kloppen wir euch auch. No problem with that. Da bist du. Oh, und weg. Gut, wie viel brauchen wir eigentlich immer so? Ah ja. Goofy ja sowieso. Ne, Donald am meisten. Aber meine Güte. 1800. Nicht gerade wenig. Ich will nicht wissen, was ihr könnt. Könnt ihr klicken? Außer eure Arme so auszuweiten. Wow, Jack! Ohne Scheiß, kriegt die Gegner nicht so weit weg. Ach, noch mehr von euch. Ach, die können nur springen, so nervig.
dass ich meine Angriffe nicht machen kann. Das ist doof. Gut. Gehen wir hier mal wieder vor dem Platztor. Doch, hier ist ein Speicherpunkt. Stimmt ja. Als wir frisch hier angekommen sind. Gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich werde hier noch ein paar Herzdosen kloppen und ein bisschen leveln. Bis zum nächsten Mal. Oder andere Welt. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.